Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Und wir haben jetzt einen ganz besonders spannenden Gast bei uns, eigentlich nicht bei uns, er ist uns zugeschaltet, der ehemalige Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich würde gerne starten ein bisschen mit einem Vergleich Österreichs auch mit vielen anderen Ländern. Da liest man zuletzt immer wieder bei Kommentatoren, Österreich steht schlechter da als das ein oder andere Land in der EU. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Ist die Performance der Bundesregierung schuld daran? Warum haben wir scheinbar hier den Anschluss verloren? Wahrscheinlich spielen da mehrere Faktoren zusammen. Auf der einen Seite ist unsere spezifische Situation in der Energieversorgung über die letzten vielen Monate anders als bei anderen. Das heißt, wir sind angewiesen auf eine bestimmte Quelle, Erdöl, Erdgas, vor allem Erdgas, und damit abhängig von den Preisentwicklungen. Und diese Preisentwicklungen, die drücken sehr auf unsere Wirtschaft. Und da es den politischen Kräften in unserem Land nicht gelungen ist, diese Preise im Inland herunterzubremsen, spürt das die ganze Wirtschaft, spüren das die Haushalte, spüren das die Landwirte. Und das ist schon etwas, das drückt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir haben durch die Maßnahmen der Bundesregierung diese Preissteigerungen abzufangen durch Direktzuschüsse, verschiedene Bonifikationen und Zahlungen wohl den Einzelnen geholfen, den Firmen, vor allem den kleinen Firmen, größeren manchmal auch den privaten. Aber das Preisniveau insgesamt ist deshalb nicht gesunken, sondern es ist oben geblieben. Die Leute haben zwar ein bisschen was gekriegt zur Entlastung, das Preisniveau ist oben geblieben. Und wenn Sie mich jetzt fragen, das Ausland schaut und die EU schaut, dann schauen ja die nicht darauf, was die Leute gekriegt haben, sondern die schauen auf die Indizes. Und der Index, der Verbraucherpreisindex, ist im Vergleich zu den anderen EU-Ländern und vor allem Euro-Ländern weiter oben. Und wenn man das jetzt noch zusammenführt mit einer internationalen Verknappung, etwa bei den Lieferketten, bei den Exporten und bei einem Downgoing, also bei einem Heruntergehen der Wirtschaftsleistung, na, dann haben wir die Situation, die andere zwar auch haben, aber nicht so ausgeprägt. Also magere Wirtschaftsausbeute, magere Exporte, magere Zulieferungen, aber hohe Preise. Und daher schauen wir in der Statistik schlechter aus. Jetzt argumentiert ja die Bundesregierung immer dagegen und sagt, ja, aber dafür ist die Kaufkraft bei uns auch höher. Was sagen Sie zu diesem Argument? Naja, das mag schon sein, aber die Frage ist natürlich, Sie haben mich ja gefragt, die anderen Mitglieder der Eurozone schauen auf uns und sagen, hallo, was ist in Österreich los? Die schauen ja nicht auf die individuelle Kaufkraft in erster Linie. Die messen sie ja kaum. Vielleicht gibt es eine oder andere Institut, das auch bei uns die Kaufkraft misst. Aber im Großen und Ganzen und vor allem die mediale Aufbereitung ist so, wie ich sie vorher beschrieben habe. Jetzt wissen wir, Wirtschaft ist ja auch immer viel Stimmung. Haben Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung oder die Politik generell da momentan auch zu wenig für die Stimmung in diesem Land tut, dass wir da wieder eine positive Stimmung, eine Aufbruchsstimmung haben? Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich nicht allen Angelegenheiten der Bundesregierung applaudiere, aber selbst unter dieser Einschränkung ist wohl zu sagen, so manches ist ihnen weniger gelungen, sagen wir es einmal so vorsichtig und den Leuten in der Bundesregierung gegenüber nicht unhöflich, aber doch sehr bestimmt. Sie haben etliche Gesetzes
Vorhaben sehr, sehr lang durch das Parlament geschleppt und sind nicht zu Ergebnissen gekommen. Das ist also Energie, das ist die ganze Geschichte mit der Informationsfreiheit, das ist die ganze Geschichte mit dem Klimapaket und so manches andere mehr, wo sie sich jetzt sozusagen im Endspurt vor den Wahlkämpfen zusammenzureißen scheinen. Aber vorher haben sie halt ziemlich lang gebraucht. Und Sie wissen, die österreichische Öffentlichkeit ist sehr kritisch. Und wenn zwei Koalitionsparteien über Monate und Monate und Monate nichts zusammenbringen, obwohl es eh schon am Tisch liegt, dann werden die Leute ungestüm und geben ihnen keine guten Noten. Und in der Situation waren sie so lang, dass das ja nicht von heute auf morgen weggeht, sondern die Menschen, die Staatsbürger haben ja das im Gedächtnis, sagen, naja, die bringen nichts zusammen, die haben das Hickhack der Parteien und die üblichen Beobachtungen, die wir ja alle kennen, und das hält noch an. Jetzt wird der Bundeskanzler Karl Nehammer am kommenden Freitag eine Rede an die Nation halten. Sie waren selber über ein Jahrzehnt österreichischer Bundeskanzler. Was ist denn von so einer Rede, insbesondere dieser Rede von Karl Nehammer, Ihrer Meinung nach zu erwarten? Ja, Sie können von mir alles Mögliche verlangen, dass ich jetzt eine unsichtbare Glaskugel habe, in die ich hineinschaue und einmal herausfinde, was der Herr Nehammer sagen wird und wie das bei der Bevölkerung ankommt, ist ein bisschen überfordert. Also das weiß ich nicht. Dann drehen wir die Frage vielleicht ein bisschen um. Was bräuchte es denn für eine Rede, beziehungsweise was für Reformen müssten denn Ihrer Meinung nach angesagt werden in diesem Land? Naja, mir kommt vor, und so wie es scheint, hat der Bundeskanzler Nehammer ja mehrere Berater. Also ich glaube, dass diese Frage eher an diese Berater zu richten sein wird und nicht an mich, der ich ja ein Medienkonsument bin und mich nicht dazu berufen fühle, dem derzeitigen Bundeskanzler irgendwelche Hinweise zu geben, was er in seiner Rede sagen soll. Jetzt steht ja ein Wahlkampfjahr vor uns, wo viele Themen, sage ich einmal, auch aufgegriffen werden von den Parteien. Was ist denn Ihre Einschätzung? Welche Themen werden denn im heurigen Jahr eine besondere Rolle spielen in diesem Wahlkampfjahr? Also als österreichischer Medienkonsument, um das noch einmal zu sagen, und als jemand, der politisch interessiert ist, weiß man ja, dass die Themen auf dem Tisch liegen. Das sind also in vielfacher Hinsicht die Teuerung, über die wir schon vorher gesprochen haben. Das ist der gesamte Komplex Klimaverschlechterung, Klimabelästigung, CO2-Ausstoß, alle Konsequenzen daraus. Das ist sicherlich auch sind die Wirkungen, Auswirkungen und Nachwirkungen der Pandemie und möglicherweise einer neuen Welle an Erkrankungen, hoffentlich nicht viele oder gar nicht, aber immerhin wird es diskutiert werden. Das ist die ganze Frage, also die Sorge um die internationalen Entwicklungen, beispielsweise Nahost und Ukraine. Und das ist weiters eine Sorge, wie es denn eigentlich die ganze politische Landschaft sich in Europa und in der Welt entwickeln wird. Also wir haben sehr sichtbare Tendenzen nach rechts. Wir haben in Deutschland die AfD, wir haben in Italien eine postfaschistische Regierung, wir haben in Frankreich eine sehr nationale und europafeindliche Partei, die stärker wird. Und wir haben natürlich das Gespenst eines Wahlausgangs in den USA, wo auch sehr viele Leute sagen, naja, hoffentlich wird das, was wir befürchten, nicht daherkommen, weil da gibt es dann wieder viele, viele Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, Ärgernis, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Und um es noch abzuschließen, wir haben ja auch in Osteuropa, in unserer Nachbarschaft Entwicklungen, die
die nicht erfreulich sind, politisch gesprochen, nämlich Hinwendungen auch zur rechten Seite, zur nationalistischen Seite, zur illiberalen ist gleich Unfreiheit in der Demokratie. Also das ist eigentlich ein Widerspruch, entweder Demokratie oder Freiheit, aber Unfreiheit in der Demokratie geht schon nicht. Und an der Spitze dessen steht dann eine Putin-Freundlichkeit, die ja auch für viele Menschen nicht nur unverständlich ist, sondern intensiv abgelehnt wird. Also wie Sie sehen, haben wir jetzt in diesem Wahljahr ein breites Bouquet an schwierigen Aufgaben im Inland zu lösen. Die halte ich für lösbar, aber an Angelegenheiten, die aus dem Ausland auf uns zukommen können, mit denen wir in der einen oder anderen Form rechnen müssen, die wir aber nicht selber beeinflussen können. Sie haben es jetzt schon angesprochen, das ist ein sehr breites Feld als Themen, das die Parteien da derzeit bearbeiten müssten. Dennoch kommt Ihre Partei, die SPÖ, in den Umfragen momentan nicht wirklich vom Fleck. Woran liegt das? Kann man die Wähler nicht überzeugen, dass man diese Themen dann auch dementsprechend bearbeitet? Oder liegt es vielleicht an der Positionierung des Parteivorsitzenden, der ja die Partei doch mit einigen Ansagen stark auch nach links positioniert hat? Also ich zerbreche mir auch den Kopf darüber, wie Sie sich vorstellen können. Und da ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Sozialdemokraten in Österreich in den letzten Jahrzehnten oder noch länger ja ordentlich durchgerüttelt wurden. Bedenken wir, die Partei hat 5 Parteivorsitzende auf eher unsympathische Art verloren und hat 2 Landeshauptleute verloren. Und die Übergabe an den jetzigen Parteivorsitzenden, an den Andreas Babler, war ja auch eine, die viele Stirnen runzeln ließ. Nun ist das aber alles vorbei und Babler bemüht sich sehr. Und ich glaube auch, dass er den richtigen Weg geht, indem er vor allem die soziale Komponente stark in den Vordergrund stellt. Ist die Kernaufgabe einer sozialdemokratischen Partei, das Soziale und das Humanitäre in den Vordergrund zu stellen. Die Zeit, die ihm gegeben wurde seit vergangenen November, ist natürlich nicht allzu lang. Also er muss da noch sicherlich weiterarbeiten. Ich glaube, dass er gut begonnen hat. Ich habe ihn angehört beim Landesparteitag der Steiermark, wo er schon eine sehr überzeugende diesbezügliche Rede gehalten hat. Aber es bleibt ihm noch sehr, sehr viel Arbeit, die er erledigen muss. Und das Wichtige ist, dass, und das hat die SPÖ ja in den vergangenen Monaten auch nicht gerade gut praktiziert, dass ihm nämlich aus den verschiedenen Teilbereichen der Partei uneingeschränkte Unterstützung kommt. Und dass es nicht so weitergeht, wie wir leider erlebt und erfahren haben, an den verschiedenen Ecken in der Republik, da irgendwelche Leute aufgetaucht sind, die alles besser gewusst haben. Also jetzt hat die Partei, würde ich ihr empfehlen, hat einen Vorsitzenden, der heißt Andreas Babler. Der gibt die Linie vor, der hat sich das, so meine ich, alles gut überlegt und baut jetzt weiter auf. Das sehe ich als die einzige und beste Voraussetzung für die Vorbereitung der Partei für die kommende Nationalratswahl und Europawahl. Was da auch immer wieder als Kritikpunkt kommt, insbesondere auch aus Teilen der SPÖ, ist, dass es keine klare Positionierung beim Thema Migration gibt. Macht man es dann nicht Herbert Kickl und der FPÖ derzeit nicht bewusst auch sehr einfach? Ja, aber auch das ist eine Aufgabe, die ich für lösbar halte. Ich glaube nicht, dass es da so einzelne Formeln gibt, wie Sie haben jetzt die Freiheitliche Partei erwähnt, wo deren Obmann oder Vorsitzender, wie immer er dort heißt, etwas spricht von einer Festung Europa und sozusagen als Filiale einer Festung Österreich. Das ist aus meiner Sicht eine Ansage eines österreichischen Politikers, die man
nicht einmal kritisieren soll und muss, sondern stehen lassen. Weil das ist ein derartiger Unsinn, wie man es anders gar nicht ausdrücken kann. Denken wir einmal nach, was ist denn überhaupt eine Festung? Eine Festung ist also eine Burg aus dem Mittelalter, so wie die Ruinen in der Wachau, oder ist eine Kaserne mit Stacheldraht, oder ist ein Stahleisenraum mit fürchterlichen Gittern und Türen, das ist eine Festung. Wozu will er so eine Festung haben, dass keine Ausländer daherkommen? Das ist die primitive Vorstellung eines solchen Kerls. Jetzt muss man überlegen, die Österreicher, die verschwinden ja nicht. Die müssten in dieser Festung leben. Also wer will denn schon in so einer Trutzburg oder in einer Kaserne mit Stacheldraht leben? Nicht nur, dass es körperlich unangenehm ist und räumlich unangenehm, sondern es ist auch ein Abschotten von allem, was wir aus anderen Teilen Europas, aus anderen Teilen der Welt an Positiven, an Interessanten, an Lehrreichen, an Zukunftsträchtigen mitnehmen können. Das heißt also, wenn wir so einer Vorstellung folgen würden, würden wir uns ja selber abschneiden und abkapseln und isolieren. Und allein das, wenn man das den österreichischen Staatsbürgern vorträgt und sagt, stell dir vor, diese Partei würde eine bestimmende Mehrheit bekommen und du hättest die Aussicht, im Stacheldraht zu leben oder in einer anderen Form der Festung, dann frage ich dich selber einmal oder frag du dich, ob du das willst, ob du damit einverstanden bist. Und hier muss natürlich einschnappen, die Politik, etwa der Sozialdemokratie, dass sie mit guten Überlegungen, mit guten Vorschlägen, mit guten Aussichten, Perspektiven aufzeigt, wie wir in Österreich weiterleben wollen, jedenfalls nicht in einer Festung. Und jetzt haben Sie mich gefragt, das Thema Migration. Ich weiß, das weiß jeder hoffentlich, der sich politisch interessiert, dass das ein Thema ist, ein wichtiges Thema. Nur, wir werden die Migration von uns aus nicht stoppen. Denn die Ursprünge und die Ursachen dessen, warum so viele Leute aus ihren Ländern davonlaufen, die kennen wir und die kann niemand von heute auf morgen beseitigen. Die sind da. Das sind religiöse Verfolgungen, das sind Dürrekatastrophen, Hungersnöte, Boote, die untergehen aufgrund der Überbesetzung und so weiter. Trotzdem muss es geben, und das ist Aufgabe der österreichischen Politik, und ich sage deshalb ganz sicher der österreichischen Politik, weil bisher die europäische Gesamtheit nichts zusammengebracht hat. Das heißt, wir können uns auf niemanden verlassen. Alle haben irgendwelche Reden und Ausreden und Gags und hin und her, das nützt nur nichts. Es war wichtig, das Schlepperunwesen zu bekämpfen. Der Innenminister hat dieser Tage eine ziemlich hoffnungsvolle Botschaft diesbezüglich bekannt gegeben. Es ist wichtig, auch zu überlegen, was wir denn von dieser ganzen Situation haben können, haben wollen. Ich denke an einsatzfähige Arbeitskräfte. Ich denke an junge Menschen oder auch nicht so junge, die Fähigkeiten mit sich bringen, die bei uns einsetzbar sind. Und wir wissen, dass es das gibt, dass das möglich ist. Denken Sie etwa an den Gastronomiebereich, an den Servicebereich in den Hotels, an den Küchenbereich in den großen Restaurants. Denken Sie an die Bauwirtschaft, denken Sie an andere Arbeiten, zu denen die Menschen, die zu uns kommen, eingesetzt werden können. Natürlich gibt es auch welche, und das muss man ganz nüchtern sehen, die nicht eingesetzt werden können. Und hier ist es auch berechtigt zu sagen, liebe Frau, lieber Mann, es hat keinen Sinn, bei uns anzuklopfen, du wirst hier keine Zukunft haben. Und wenn man das jetzt, was ich da in wenigen Worten gesagt habe, wenn man das vernünftig, humanitär, menschlich, verträglich, gesellschaftlich verträglich, kollegial, wenn Sie so wollen, wenn man das aufbaut, dann ist es möglich,
dieser wirklich dringenden Problematik, die es gibt, ich leugne sie nicht, die Giftzähne zu ziehen. Und ich kenne wirklich viele Landsleute, Österreicherinnen und Österreicher, die sagen, naja, wir wissen schon, wir können nicht alle nehmen. Aber wir haben ganz gute Erfahrungen mit diesen und jenen Berufsgruppen. Fahren Sie in Wien mit einem Taxi durch die Gegend oder mit mehreren Taxis, dann werden Sie immer wieder Menschen sehen oder begegnen, die zugewandert sind. Schauen Sie in verschiedenen Dienstleistungsberufen, schauen Sie in der Gesundheit, gehen Sie in ein Wiener Gemeindespital und schauen einmal, wer mit dem Krankenwagen fährt. Das ist kein gebürtiger Wiener oder Niederösterreicher. Schauen Sie einmal die Pflegekräfte. Das heißt, hier gibt es genug Möglichkeiten. Wenn man das vernünftig und humanitär angeht und nicht mit dem Schaum vor dem Mund und an Stacheldrähte denkt, dann kann man vielleicht ein paar gute Schritte weitergehen. Um bei der FPÖ zu bleiben, die FPÖ führt ja derzeit in allen Umfragen. Was würde denn Ihrer Meinung nach eigentlich ein Kanzler Kickl für Österreich bedeuten? Wenn Sie einmal vor sich haben, die verschiedenen Aussagen, die der Chef der Freiheitlichen Partei in den letzten Monaten von sich gab, dann kann man und soll man und muss man, es kommt eine Wahl herbei, daher man soll ja nicht blind sein, sondern sich fragen, was hat eigentlich zu den anhängigen Problemen dieser Mann schon an Vorschlägen eingebracht, an Plänen, an Konzepten, an Ideen, die bestimmte Probleme lösen? Also über die Migration haben wir schon gesprochen. Schauen Sie einmal an das Spitalsproblem. Wir haben Ärztemangel, wir haben Pflegekräftemangel. Schauen Sie die Schulen an, wir haben Lehrermangel. Schauen Sie an die Arbeitskräfte in der Gastronomie, sogar bis hin zu den Dienstleistern und Industrie. Es gibt keinen einzigen vernünftigen Lösungsansatz, den ich von Kickl gehört habe, wie er etwa diese Angelegenheiten in irgendeiner Weise verbessern möchte oder regeln möchte oder ein Zukunftsbild dessen hat. Hat er nicht. Was er hat, ist ein sehr tiefes Mundwerk, gebe ich zu, muss man. Aber wenn ich im Fernsehen Parlamentsübertragungen anhöre, in Ihrem Kanal etwa, dann überwiegt er bei dem Herrn der Freiheitlichen Partei in erster Linie der verbale, der wörtliche Angriff gegenüber anderen Menschen. Also da ist der zu dick und zu dünn und dieses und jenes. Es werden Angriffe, persönliche Angriffe werden gelandet, es werden Familiennamen verstümmelt, es werden Herabsetzungen gemacht, es wird eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass man Politik so verstehen muss, wenn man ihm zuhört, dass alle anderen eigentlich nichts wert sind, zu dumm, zu blöd, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein etc. Okay. Soll so sein, nur Politik ist das halt keine. Und daher ist meine Meinung über ihn schlecht, aber abgeschlossen. Jetzt haben Sie ja viele Erfahrungen mit Jörg Haider gemacht in Ihrer aktiven politischen Zeit. Erinnert Sie diese Rhetorik des Herbert Kickl, sein Auftreten, auch an Jörg Haider? Sehen Sie da Parallelen? Es gibt einige Parallelen, aber die Auseinandersetzung mit Jörg Haider waren andere. Natürlich hat er auch eine lose Zunge gehabt und ein flinkes Mundwerk. Aber was gegen ihn sprach, waren andere Schwerpunkte. Haider hat beispielsweise eine Schwäche in der Handschlagqualität gehabt. Er hat etwa Telefonate geführt mit mir und ist dann an dritte Stelle gegangen, zum Beispiel zu seinem Parteitag im September 1986 und hat dort
über das Gespräch mit mir vollkommen anderes berichtet. Damit ist er für mich als Partner natürlich nicht in Frage gekommen, wäre er für Sie und für andere Leute auch nicht. Wie soll man in einer Gesellschaft so vorgehen können? Das Zweite war mindestens so gravierend oder gravierender, nämlich, dass er sich nicht lösen konnte von den Grundideen des Nationalsozialismus. Also immer wieder kam es herauf, also die SS, die also in Kärnten Ulrichsberg oder die wunderbare Aussage, Hitler hat eine bessere Arbeitsmarktbeschäftigungspolitik betrieben als die Österreicher und vieles andere mehr. Es ging immer wieder in diese Richtung, was im Dritten Reich, was in der NSDAP geschehen ist und man beobachten konnte, dass das gar nicht so schlecht war. Ich konnte aus beiden angeführten Gründen daher nicht ein Koalitionsabkommen mit ihm in der Form eingehen, dass ich ihn eingeladen hätte, einer von mir gebildeten Bundesregierung als Minister beizutreten. Das hätte ich nicht über mich gebracht, weil das Risiko zu groß gewesen wäre, dass er diese seine Schwächen als Mitglied einer Bundesregierung womöglich öffentlich zum Ausdruck bringt. Und wenn er sie öffentlich zum Ausdruck bringt, hätte das ja wieder alle anderen in der Bundesregierung getroffen und gesagt, was seid ihr da für eine Partie, die sich mit so einem eigenartigen Menschen an einen Tisch setzt. Ganz abgesehen davon, dass wir wieder einmal im Ausland abgestempelt worden wären, als Österreich das Naziland. Also das ist im Großen und Ganzen die Angelegenheit heute. Und sage Ihnen ein anderes Beispiel. Denken Sie an den Alois Mock, der nichts mit Haider inhaltlich zu tun hatte. Der Alois Mock war ein komplizierter politischer Partner. Er war sehr streng antisozialdemokratisch. Er war sehr streng im politischen Katholizismus verankert. Und er war jemand, der aufgrund seiner Laufbahn ein bisschen gekränkt war, weil er ja dem Bruno Kreisky die absolute Mehrheit abgenommen hat 1983 und beleidigt war, dass ihm das nicht sozusagen automatisch an den Ballhausplatz gebracht hat. Wir haben viele, viele lange, stundenlange, tagelange, oft wochenlange Auseinandersetzungen gehabt, um uns über ein bestimmtes Projekt zu einigen. Dann haben wir uns geeinigt. Und wissen Sie, was dann war? Dann hat der Mock gesagt, so, jetzt geben wir uns die Hand. Und das war gut so und wir reden nicht mehr drüber. Und es war kein einziges Mal mehr, dass der Mock an dem, was wir gemeinsam erstritten haben, obwohl er dagegen war und ich recht gehabt habe, gerüttelt hätte. Das ist Handschlagqualität eines Politikers. Habe ich sehr geschätzt, tue ich bis heute, wäre bei Haider nicht vorgekommen. Jetzt ist ja aus dem Ganzen auch diese berühmte Franitzky-Doktrin entstanden, dass die SPÖ mit der FPÖ nicht koaliert und eine Koalition ausschließt. Halten Sie das für richtig, eine Koalition mit der Kickl-FPÖ von vornherein auszuschließen, noch bevor diese Wahl geschlagen ist? Ich sage Ihnen dazu zwei Anmerkungen. Erstens, ja, ich halte es für richtig, das von Haus aus als nicht in Frage kommend darzustellen. Und zweitens aber, Sie haben mich vorher gefragt so über die gesamte politische Situation. Ich würde meinen, die Parteien, aber jetzt rede ich hauptsächlich über die SPÖ, wären gut beraten, einmal alles zu unternehmen und daran zu setzen, die eigenen Stärken zu entwickeln, die eigenen Stärken auch so auszuspielen, dass man dem Staatsbürger gegenüber eine Botschaft hat, dass man ihn mitnimmt, dass man ihm mitteilt, dass man für ihn und seine Interessen da ist, wenn man sie versteht, und Koalitionsdebatten hinten anstellt. Die Koalitionsdebatten werden ja erst wirklich virulent, wenn ein Wahlergebnis vorliegt. Und es ist fast eine Vergeudung von Kräften, wenn man sich
den Koalitionsdebatten intensiv widmet. Wenn man am Anfang sagt, so wie ich jetzt gesagt habe, nein, das kommt nicht in Frage, aber ansonsten bin ich die Sozialdemokratische Partei Österreichs, ich bin der Vorsitzende Andreas Babler, ich habe diese und jene programmatischen, ideellen und planerischen Vorstellungen und ich glaube und bin überzeugt davon, liebe Staatsbürger, dass dann, wenn ihr mir zustimmt, ich für euch ein Zugewinn in der politischen Qualität sein kann und ich euch mitnehme und ich euch ein Parteivorsitzender, später ein Regierungsmitglied, möglicherweise hoffentlich ein Bundeskanzler sein kann, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Das ist aus meiner Sicht 10-mal wichtiger, als sich in ewigen Koalitionsdebatten zu ergehen. Und das Thema Koalitionen nicht überzustrapazieren, aber dennoch, wenn Herbert Kickl und die FPÖ Erster wird bei der nächsten Wahl, sollten dann die anderen Parteien ihrer Meinung nach Mehrheiten suchen, um eben einen Kanzler Kickl zu verhindern? Sie wollen mich jetzt sozusagen mit in eine Falle locken, die ich womöglich selber aufgestellt hätte. Tue ich nicht. Ich passe bei der Frage. Okay, gut. Dann kommen wir ganz zum Schluss noch zur Außenpolitik. Es finden ja nicht nur in Österreich Wahlen statt in diesem Jahr, es finden die EU-Wahlen statt, wo alle davon ausgehen, dass die rechten Parteien deutlich zulegen werden. Sehen Sie das auch so? Fürchten Sie, dass es da zu einem Rechtsrutsch in Europa kommen wird? Wenn man den Umfragen glaubt, kann man das nicht ganz verneinen. Es gilt aber in gewisser Hinsicht das Gleiche wie im Inland, nämlich es geht darum, dass die Parteien alles unternehmen, um ihre Mandate selber zu verteidigen und nicht interessiert zusehen, wie andere im Vormarsch sind. Das mag jetzt ein frommer Wunsch sein. Es ist ein Wunsch, kein frommer, aber ein sehr realistischer und soll dazu dienen, anzuspornen und zu sagen, die Gefahr und das Risiko ist groß, dass in diesem Europäischen Parlament eine Rechtsbewegung bedeutenden Ausmaßes eintritt. Unternehmt alles, dass ihr eure eigenen Positionen klar macht und eure eigene Position verteidigt und dass ihr nicht mit weniger Mandaten herauskommt, als ihr schon drinnen seid. Weil um das geht es ja in Wirklichkeit, um die Abstimmungskapazität aufrechtzuerhalten. Und wenn wir jetzt ganz zum Schluss noch über den Atlantik schauen, auch die USA wählen im Herbst einen neuen oder vielleicht auch alten Präsidenten. Jetzt sieht es momentan so aus, dass Donald Trump wieder für die Republikaner ins Rennen gehen wird. Halten Sie ein Trump-Comeback in Amerika als Präsident für wahrscheinlich? Ich muss es leider für möglich halten. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, da sind wir auch noch von den ersten Novembertagen zu weit weg, wissen nicht, was sich in der Zwischenzeit noch abspielt. Aber nach derzeitiger Stimmungslage, die von drüben referiert wird und nach derzeitigen Umfrageergebnissen und nach derzeitigen Vorgängern etwa bei der ersten Vorwahl in Iowa, kann man das leider nicht ausschließen. Und allerletzte Frage, was wäre für Sie persönlich denn schlimmer, ein Donald Trump als US-Präsident oder ein Herbert Kickl als österreichischer Bundeskanzler? Also, ich habe in meiner Jugend Fußball gespielt und da hat man solche Fragen so beantwortet, das wäre schlimm, beides. Noch schlimmer wäre ein Pflasterstein auf dem Kopf. Herr Dr. Farnitzky, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße ins Kreisky-Forum. Dankeschön.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Dann sind Robert Misik und Heimo Leposchitz bei Isabel Daniel zu Gast und sprechen über die aktuellen politischen Themen, über die Frage, ob die ÖVP die Neuwahl ins Frühjahr vorverlegt und was die zwei Herren denn glauben, was ist von der Rede des Bundeskanzlers am kommenden Freitag denn zu erwarten. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit Robert Misik und Heimo Leposchitz.